eine Mine. Er hat sogar fünf. Und diese fünf Minen, die sind nebeneinander angebracht und ermöglichen somit das Zeichnen von Notenlinien. Dieser hier, der stammt aus dem Besitz von Thomas Hammond. Der war ein Mitglied einer Shaker-Gemeinde in USA und der hat ihn wohl selbst angefertigt, also ist das ein Einzelstück. Also wie gesagt, damit kann man Notenlinien zeichnen. Mir würden die nichts nützen. Ich bin nicht imstande, eine einzige Note zu lesen, geschweige denn danach zu spielen. Trotzdem, ich liebe Musik, das wissen alle, die mich kennen, weil es eine universelle Sprache ist. Und darüber will ich mich jetzt unterhalten mit ihr. Sie kommt auch aus der Eifel, aus Vossel bei Mechernich. Und begrüßen Sie mit mir Johanna Stein, die Cellistin und Sängerin aus Vossel. Ja, Johanna, du bist heute der jüngste Interviewgast. Unschwer zu ersehen. Macht ja nichts. Aber trotzdem, seit fast 30 Jahren spielst du Cello. Wie geht das? Also quasi von Kindesbeinen an. Weil ich schon älter als 30 bin. Ja. Ja, also, ich habe mit 7 angefangen, Cello zu spielen. Also wissen wir jetzt alle, wie alt du bist. Richtig. Gut. Ja. Mit 7 angefangen, ist das eine familiäre Entscheidung oder eine eigene Entscheidung gewesen? Also die Musik war schon immer in der Familie und meine schlauen Eltern haben mich in die musikalische Früherziehung geschickt, in Köln. Ich bin in Köln aufgewachsen und da werden ja immer mal wieder Instrumente vorgestellt und irgendwann kam eine Frau mit dem Cello und das wollte ich haben. Und dann habe ich konnte schon meinen Namen schreiben, habe den sofort in die Anmeldung eingefüllt, bin nach Hause gerannt, habe gesagt, ich will Cello spielen. Und eine der ersten Reaktionen meiner Mutter war, ich trage das nicht für dich. Da habe ich gesagt, nein, es gibt kleine, ich kann das auch selber tragen. Und so ist es bis heute. Ja, und warum gerade Cello? Hätte auch Trompete, Klarinette oder Geige sein können. Also Geige wäre meinen Eltern, glaube ich, nicht ins Haus gekommen. Es wurden auch vorher andere Instrumente vorgestellt, aber das Cello hatte halt gewonnen. Es kam, sah und siegte. Ja, hast du denn das berührt, angeguckt? Ja, ich durfte das ausprobieren. Ja. Also aber du konntest doch noch damals, gar nicht spielen. Nee, aber da gab es ein kleines zum eben mal in die Hand nehmen und gucken, wie sich das anfühlt. Und das war lieber auf den ersten Blick. Aha. Und hattest du wann hattest du das Gefühl, dass du Cello spielen kannst? Ach, so zwischendrin mal in den letzten Jahren. Also eigentlich ist es so wie bei Pablo Casals, ne, dem Cello-Vater eigentlich, der auch mit über 90, als er gefragt wurde, warum üben Sie noch täglich mehrere Stunden, da sagte er, ich habe den Eindruck, ich mache Fortschritte. Also das und geht so genau geht's so. Mir auch. So, und deine musikalische Ausbildung hast du ja nicht in Deutschland gehabt, sondern? Richtig, also bis ich 16 war, hatte ich eben Cellounterricht in Köln und war da auch in verschiedenen Ensembles, auch im Jugendsymphonieorchester. Und dann habe ich mein Abi in England gemacht. Also eigentlich wollte ich nur in der 11. Klasse ein Jahr ins Ausland gehen. Es wurden dann zwei, das englische Abi ist nur 2 Jahre lang. Und durch die Lehrerin, die ich dort hatte, war ich inspiriert, mich mal in Glasgow in Schottland auf der Hochschule zu bewerben. Und die Stadt war toll und dann habe ich mich auch über Umwege dann entschieden, da zu studieren. Erst in Schottland und dann später noch in den Niederlanden. Das heißt also, deine Ausbildung, nicht jetzt, weil sie im Ausland war, aber weil sie sowohl in England wie in Holland war, Niederlande war, auf einem breiteren Range, also nicht nur in eine Richtung. Wie kann man sich das vorstellen? Genau, also ich bin für den Master damals in die Niederlande gegangen, weil da eine Schule war, die hatten einen Vertragsmaster. Also ich durfte sozusagen mein eigenes Studium gestalten mit einem Budget und da habe ich die Hälfte von eben Cellounterricht gekauft und ansonsten durfte ich damit eigentlich machen, was ich wollte. Also es war so eine Mischung aus Master und schon ins Berufsleben einsteigen. Und da an der Schule lief eben sehr viel Jazz und Pop und genau, da bin ich zu den sogenannten Erstis dann auch in die Kurse rein,
Denn da war es auch alles ganz offen, wer was lernen wollte, durfte auch. Und der Austausch war unheimlich groß, ist sehr, sehr international in den holländischen Hochschulen. Ja. War denn dann schon klar, dass es nicht nur bei der Ausbildung bleibt, sondern dass du das auch zum Beruf machst? Ja, das ging gar nicht anders. Das, ja, Beruf ist ja bei dir, also für einen Musiker kann ja das Tätigkeitsfeld ganz unterschiedlich sein. Man kann in einem Ensemble sein, fest oder sogar im Symphonieorchester. Du bist aber frei. Genau, ja, ins Orchester wollte ich nie. Ich habe zwar viel Orchester gespielt, das ist auch, also ich schätze das wahnsinnig. Das ist eine großartige Arbeit, ein toller Klangkörper. Aber wenn man fest angestellt ist, ist man eben genau das, fest angestellt. Mhm. Betonung auf fest. Und ich bin lieber selbst und ständig unterwegs und kann dadurch eben sehr viele verschiedene Projekte einfach kultivieren und bin da frei. Das macht es natürlich jetzt in den letzten anderthalb Jahren nicht gerade einfach. Zu Pandemiezeiten, Auftritte waren mager. Also mit meinem kleinen Format hier habe ich auch ein Jahr warten müssen. Wie hast du denn die Kurve gekriegt? Schwierige Frage. Also unsere Branche ist wirklich zum größten Teil dem Boden gleichgemacht worden. Ist auch nach wie vor schwierig. Ich unterrichte auch zwei Nachmittage. Das hat mir so bisschen von meinen Fixkosten gedeckt. Und dann gab es zum Glück in Nordrhein-Westfalen Künstlerinnen-Stipendien, zweimal, die ich auch abgreifen konnte und dadurch weiterarbeiten. Zwischendrin gab es ein paar Gigs. Ich habe einfach auch jahrelang Klinken geputzt, sodass ich immer noch ganz gut im Geschäft bin. Aber es ist natürlich mau und das wird leider auch noch sehr lange dauern. An der Stelle möchte ich sagen, alle, die jetzt hier sind, ihr habt alles richtig gemacht. Ihr seid zu einer kulturellen Veranstaltung gekommen. Dankeschön. Danke für das Wort kulturell, ja. Du hast aber auch das Heft selbst in die Hand genommen. Du hast gesagt, ich will nicht darauf warten, dass Veranstalter mich einladen. Ich weiß das natürlich so genau. Du hast jetzt auch angefangen, eine eigene Veranstaltungsreihe zu entwickeln. Und der erste Baustein, der hat auch schon geklappt. Sehr gut, ich war dabei. Erzähl uns ein bisschen darüber. Richtig. Ich wohne in einem kleinen Dorf, wo es noch nicht mal einen Laden gibt. Also so ein typisches Eifler Kaff, wunderschön. Und da auf einem alten, in einem alten Bauernhaus, 400 Jahre altes Fachwerkhaus mit großer offener Scheune und großem Garten. Und da habe ich eben angefangen, Konzertreihen zu etablieren. Es gibt eben jetzt die eine, das Hofkonzert im Licht, was gerade vor 4 Wochen stattgefunden hat. Also eine Kollaboration zwischen einem Lichtkünstler und eben den BühnenmusikerInnen. Das war jetzt dieses Jahr das zweite Mal, dass es stattgefunden hat. Auch erfolgreich, obwohl eben natürlich in diesem Jahr die Leute fast schon vergessen haben, zu Kulturveranstaltungen zu gehen. Genau, und dann im Dezember diesen Jahres kommt dann der Anfang von der zweiten Reihe dazu. Das ist ein sogenanntes Feuerkonzert, ne? Denn Dezember, Open Air, da braucht man natürlich lecker warm dazu. Und im nächsten Jahr gibt es im Juni auch einen Tangoabend, wobei das eben das Sommerevent wird, das kriegt dann noch einen schönen Namen. Und dann können wir ja noch dran mit nachdenken. Ja. Also du versuchst auf jeden Fall, das Heft selbst in die Hand zu nehmen. Und damit man gleich so rüberleiten, auch du kommst nicht dran vorbei, dass ich nicht unterschreibe, was du kannst, sondern unterzeichne. Mal gucken, was da draus geworden ist. Wenn du dich umdrehst, dann siehst du, was ich mit deinem Instrument, das sind nicht die Haare, oder doch. Ja, und dann sehen wir ja auch endlich mal das Instrument, jetzt gezeichnet, und du eins mit deinem Cello. Und damit wir jetzt nicht weiter darüber reden und über Veranstaltungen reden, wir wollen jetzt eigentlich mal was von dir hören. Du, wie sagt man immer so schön, du hast auch was mitgebracht. Hätte da was vorbereitet, ja. Du hättest, ja gut, aber insofern mein Bühnenteam jetzt zur Tat schreitet und ich auch, wir bauen jetzt ein kleines bisschen um. Ich freue mich sehr, dass Johanna gleich zeigt, was sie musikalisch drauf hat. Und dann werden auch alle sehen, dass das nicht nur mit dem Cello zu tun hat. Genau, Lars hat sich 3 Stücke von mir gewünscht
Und das erste ist ein Flamenco, und zwar aus von natürlich aus Spanien, von einem Komponisten mit dem Namen Rogelio Huguet y Tagel. Und der hat ein sehr bekanntes Flamenco-Thema genommen und da Variationen drauf geschrieben für Geige, Cello und Klavier. Und als er dann fertig war, dachte er auch, das kann das Cello eigentlich auch alleine. Und als ich das anfing zu lernen, das Stück, hatte ich nur eine CD und keine Noten. Und dadurch variiere ich es selber immer noch mal hin und her und spiele auch vielleicht was anderes, als man, wenn man es kennt, schon mal gehört hat. Das heißt, auch diese Version von diesem Flamenco heute Abend ist einzigartig. Ich habe, glaube ich, mit vielleicht 8, 9 Jahren die erste Schallplatte von meinen Eltern stibitzt, weil da so ein schönes Bild drauf war. Das war die mit dem Löwenkopf von Santana. Und da konnte man so ganz viele andere Bilder drin erkennen. Und eine der anderen Platten, die ich stibitzt habe, war von Blood, Sweat and Tears.
Und das Stück Spinning Wheel hat es mir auch damals schon angetan. Geschrieben in 1968. Auch eine heiße Zeit, sage ich jetzt mal so zusammenfassend. Und manchmal, egal was passiert, muss man sich einfach aufs Karussell, aufs Spinning Wheel setzen und 5 gerade sein lassen. Darum geht's mehr oder weniger in dem Stück. Als die das aufgenommen haben, waren sie eigentlich schon fertig. Und dann ist etwas, das passiert manchmal inzwischen nicht mehr, weil man mit dieser digitalen Musik oder Aufnahmetechnik auch immer noch einen Schritt zurückgehen kann. Damals war alles analog und sie hatten das Stück eigentlich fertig im Kasten und auf einmal war das Ende weg. Das heißt, die mussten nochmal rein und das Ende nochmal einspielen und haben dann was ganz anderes gemacht. Und zwar als Ende von diesem Stück ein österreichisches Volkslied verwendet von 1815. Wer möchte, kann am Ende gerne mitsingen. Vielen Dank. Jetzt muss ich mich ein bisschen abregen nach der Nummer. Als Abschluss für diesen wunderbaren Abend auch ein Wunsch von Lars, und zwar ein Stück von U2, ein Schlaflied. Ich glaube auch von
aus den frühen 90ern. Ich habe es kennengelernt durch die Kingsingers, eine A-Cappella-Truppe aus England. Und es war tatsächlich, als ich angefangen habe, Stimme mit Cello zu komponieren, das erste Stück, was ich je gemacht habe. Das heißt MLK, ein Tribut zu Martin Luther King Jr. Vielen Dank. So